Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ich bin euer Exitus Master und im letzten Part haben wir ein paar Gespräche mit der Crew geführt und sind ein bisschen durch die Galaxie gereist. Ein bisschen erkunden, das muss auch ab und zu mal sein. Und jetzt sind wir im System, wo Tessia liegt, die Heimatwelt Asari. Und wir müssen hier ein geheimes Artefakt finden und das tun wir jetzt auch. Umlaufbahn anfliegen. Das ist Tessia. Und den Text lasse ich euch mal hier schön durchlaufen, damit ihr euch den auch angucken könnt, wenn ihr wollt. Dafür müsst ihr nur auf Pause drücken. Population 5,5 Milliarden. Das ist nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass heutzutage schon 7 Milliarden auf unserer schönen Erde leben. Direkt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aha, Reaper. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Das ist Yara. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Natürlich ist sie riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Okay. Tessia liegt unter Reaper-Beschuss. Das ist nicht gut. Und wir nehmen Javik mit, denn Javik ist sehr nützlich in dieser Mission, sagen wir es mal so. Und das werdet ihr später noch sehen. Gut. Alles beim Alten, ja. Nee, hier. Yara bekommt die Tempest. Die hat sie auch schon im Mass Effect 2 im DLC gehabt. Den Shadowbroker DLC. Und sie bekommt jetzt wieder die Tempest. Der gute Zeiten willen. So, automatischer Stufenaufstieg. Er hat nichts zu vergeben, alles klar. Los geht's, auf nach Tessia! Der Krieg hat Tessia jetzt auch erreicht. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ihr Mitgefühl ist eine Schwäche. Sie müssen lernen, Verluste einfach hinzunehmen. Javik, bitte ruhig. Liaras Mutter. Venesia nahm sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe Venesia Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich habe Ihre alten Missionsberichte studiert. Ihre Mutter war indoktriniert. Ja, wir mussten sie töten. Dennoch hat es sie nicht vom Kämpfen abgehalten. Wie schon gesagt, härten sie sich ab. Es wird auch viele Verluste geben. Das stimmt zwar, aber wir können die Toten nicht vergessen. Wir können die Opfer nicht ignorieren. Die Reaper mögen ja kein Mitleid kennen, aber wir schon. Ihre Gleichgültigkeit macht sie stark. Sieht aus, als wenn wir näher kommen. War die ganze Gewackel beim Shuttle? Ah, endlich sind wir auf Tessia. Und da unten geht schon die Party ab. Kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Jetzt ist keine Zeit zum Tauern. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Und was ist mit der Erde? Da hat sie gesagt, das tut mir so leid. Und jetzt sind wir auf Tessia und es geht genauso weiter wie auf der Erde. Tod, Zerstörung überall. Schöner Sonnenuntergang. Genau. Wir sind hier. Hier Einsatztrupp Vendora. Benötigen Verstärkung in Quadrant 091. Status dringend. Status sehr, sehr dringend. Kann meine Beine nicht spüren. Oh, was ist hier los? Jetzt? Nichts von der Hüfte abwärts. Was ist, wenn ich gelähmt bin? Das wird nicht passieren. Hallo, wir leben in der Zukunft. Was mit Elmin und Celia passiert ist. Ich will nicht so enden. Ja, die beiden, ne? Atmen Sie jetzt tief durch und entspannen Sie sich. Sagen Sie, wenn Sie etwas spüren. Ich kann nicht. Da ist nichts mehr. Und jetzt? Dasselbe. Taub, als wäre mein Bein nicht mal da. Verdammt. Oh weia, oh weia.
Vorräte nehmen wir natürlich mit. Wir klauen denen alles, was sie noch haben. Kann ich den Jäger auch mitnehmen? Der sieht cool aus. Oh. Ja, der Krieg ist nicht so schön. Liara, kannst du nicht mal was machen? Oder Javik, ihr seid doch Biotiker. Lieutenant Cohen. Commander, wir haben gehört. Hey, was passiert? Oh Gott. Die Barriere wurde durchbrochen. Schon wieder zwei Tote. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es kommen. Ja, kein Problem. Ja, ich gehe ja schon. Kommt rüber, ihr Reaper. Wo seid ihr? Barrieremonitor mal weg. Ah, Warning. Ja, kein Problem. Husks. Und tschüss. Dieses Ding ist echt super. Damit könnte man eine ganze Armee niedermetzeln. Ich sehe sie. Da ist wieder einer. Ja, ja. Alles platt machen. Knack, 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 knack. So, das war einer. War's das? Nee, da kommt noch einer. Dreist angelaufen. So, geschafft. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort! Stoppen Sie das Loch! Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Oh. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Nein, mach's nicht. Das ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wie lauten Ihre Befehle, was Soldat? Genau, was man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Es gibt einen guten Grund dafür. Der Befehl kommt aus den höchsten Kreisen Ihrer Regierung. Die können keinen Leck riskieren. Hier rumzustehen und draufzugehen ist auch riskant. Warum machen wir das? Befolgen Sie Ihre Befehle, verdammt nochmal. Das ist zu kompliziert. Ich muss in den Tempel und Sie werden mir dabei helfen. Zu spät. Unser Außenposten hat den Kontakt zu den Wissenschaftlern dort verloren. Ah, super. Ich muss Sie trotzdem erreichen. Jäger startbereit machen! Sofort! Ich opfere nicht meine Leute, nur weil ein Mensch, den ich noch nie gesehen habe, es verlangt. Was soll das denn heißen? Aber wenn ich meine Leute nicht abziehe, werden sie alle sterben. Moment! Jetzt kriegst du von Javik einen rübergezogen. Verani Curin. Sie wollten Soldatin werden, als sie die Destiny Ascension zum ersten Mal sahen. Aber sie sind Kriegsmüde. Von der Niederlage erschöpft und voller Sorge, dass ihnen jetzt der Mut zum Weitermachen fehlt. Bei der Göttin, sind Sie? Mit Entschlossenheit kann der Krieg enden. Hören Sie auf ihn! Er weiß genau, wovon er redet. Ganz ohne Zweifel. Hier, Lieutenant Curran, Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Ja, die besten Leute. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Ja, cool, wa? Man kann sie wieder aufbauen. Genau. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Ich finde es faszinierend, wie der Jäger da oben so rumschwebt, ganz ohne Bewegung. Und die da einfach so die ganze Zeit um den Kreis fliegen, ohne den anzugreifen, den Jäger. Aber okay, gehen wir los. Genießen wir den Sonnenuntergang. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Ziehen Sie Stärke aus Ihrem Zorn. Das hält Sie am Leben. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Ja, kommt her. Ach, ich habe keine Brandmunition drauf. Nee, nee, nee. Nachlässig, Shepard. In Zickzack vorrücken. Rücken, hat Shepard gesagt. Zurückdrängen! Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Nahkampf! Zack! Das war
Genau. Und jetzt Tempo runter von der Brücke. Wir sind hier ungedeckt. Gehen wir mal hier rein. Hier sieht schön aus. Der Sonnenuntergang ist Wahnsinn. Genauso wie auf Ranoch. Der war auch super, der Untergang. Auf dem Gebäude da. Wir haben Feuerstoff. Und tschüss, alle tot. Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, Diana. Diese Dinger schlachten meine Leute ab. Verbrechen Sie sich für den Verlust. Verteilen und in Deckung gehen. Die haben sich auch ziemlich dämlich benommen. Die sind nicht in Deckung gegangen. Immer in Deckung gehen. Auf die Flanken achten. Ah, überall Tote. Nicht umstellen. Komm, wo bist du? Da. Da sind Drachen-Eier. Ah, super. Das heißt, es kommen gleich wieder hier, wie heißen sie nochmal? Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Reaper! Einfach nur Reaper. Einsatzgebiet im Überblick behalten! Ich gebe hier die Befehle, verdammt nochmal. Und wenn ich sage, wir gehen sofort rein, dann gehen wir sofort rein. Ah, ich hab keine Angst vor denen. Ich hab sie gesehen, Javik. Medikit. Sehr schön. 100 XP. Und Kopf immer wegmachen da. Ja, alles wegmachen. Alles, was keine Miete bezahlt, weg. Ja. Ich hab's gesehen. Mal gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. Solange wir hier sind. Wer weiß, wenn wir nochmal nach Tessia kommen. Da will man ja alles gesehen haben. Nicht wahr? Schön hier mit dem Wasser. Der Boden ist echt stabil. Medikit. Nein, alles kaputt. Sporenkapsel. Meinst du? Oh, eine Banshee. Kümmert euch mal darum. Hier, Javik, mach mal cool Kräfte drauf und ich mach auch was. Ich werfe eine Granate. Diese. Ah, ja komm. Partikelgewehr, Action. Ein guter Kampf. Was war daran gut? Wir haben die ganze Zeit drauf gehalten. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Aha, Liara gibt den Weg hier vor. Hier ist eine Rampe, Shepard. Das könnte ein Weg für uns sein. Ja, gut, dass da hier so eine Rampe ist, ne? Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Als wir die Reaper bekämpften, haben sie unsere eigenen Kinder auf uns gehetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie gingen davon aus, dass wir zögern würden, sie zu töten. Haben sie gezögert? Welche Antwort wäre Ihnen lieber? Keine. Reden wir nicht mehr davon. Ich rede jetzt davon. Anscheinend haben sie es doch gemacht. Und wie meinst du, wie es mir geht? Ich muss jedes Mal Husks umbringen. Das waren auch mal Menschen. Schon seit dem ersten Teil muss ich das tun. Und ich habe mich nicht beschwert. Und dann sagt sie, ja, ich kann diese Dinger nicht mehr entgegentreten. Kaum haben wir ein paar von ihnen gesehen. Nee. Und das sind auch nur Adagdachi und keine richtigen Asari. Terminal. Das möchte ich mal kurz klarstellen. So, und jetzt mache ich hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Haut rein, Leute, und bis dann.